da muss ich mich ja eher die Frage stellen, wie schaffe ich es, Produkte einfach zu machen? Muss ich da überhaupt eine Komplexität haben? Und erstmal macht mir Spaß, dass wir Erfolg haben. Ich glaube, wer Erfolg hat, hat Spaß. Und wir glauben, dass wenn wir Daten sinnvoll einsetzen, wir mindestens genauso viel Informationen haben, um persönlich zu sein. Und dafür brauchen wir auch KI. Ja. Und herzlich willkommen zu Insurance und Finance, deutsche Edition. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, Dr. Uwe Stuhldreier, einer der bekanntesten Marketing- und Vertriebschefs von einer der bekanntesten Versicherer in Deutschland. Hook24. Uwe, vielen Dank, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, hast noch Danke gesagt bis jetzt. Wir haben uns ein paar Sachen für dich vorbereitet. Du hast ja auch eine starke Vertriebsvergangenheit hier. Und deswegen haben wir gesagt, Uwe, verkauf mir diesen Stift. Diesen Stift? Ja. Wolves of Wall Street. Ja. Okay. Robin, was könntest du dir mit diesem Stift, was könntest du damit machen mit diesem Stift? Ich würde jetzt sagen, einen großen Vertrag bei einem großen Versicherer unterschreiben, aber... Du könntest etwas mit unterschreiben. Ja. Zweiter Punkt, Robin, nimm doch mal den Stift in die Hand. Ja. Wie fühlt es für dich an? Fühlt sich gut an? Ja. Fühlt sich gut an. Mhm. Wir haben einen rationalen Nutzen. Du sagst, du kannst damit einen Vertrag unterschreiben. Jetzt haben wir einen emotionalen Nutzen. Das fühlt sich für dich gut an. Was würdest du dafür investieren? Was wärst du bereit für diesen Stift zu bezahlen? 1 Euro. Deal. Hast du ihn für 1 Euro. Ich glaube, worauf du auch hinaus wolltest, Offline- und Online-Vertrieb funktionieren relativ identisch. Hm. Wir brauchen auch in unserem Geschäftsmodell einen rationalen Nutzen. Ja. Wir brauchen einen emotionalen Nutzen und wir brauchen eine Kaufbereitschaft. Also damit funktioniert manchmal der Offline-Vertrieb und der Online-Vertrieb gar nicht so unterschiedlich. Okay, und ich habe mir jetzt selbst meinen eigenen Stift gekauft, auch nicht wunderbar, schlecht. Wunderbar, und ich kriege noch 1 Euro von dir. Auf jeden Fall, kommt. Eine ganz andere Frage, oder die sich daran anschließt, ist ja, du hast ja jetzt Online und Offline doch gar nicht so einen Gegensatz in der Struktur dahinter. Über 22 Millionen Deutsche sind auf Social Media. Wir sehen eine hohe Aufmerksamkeit pro Tag, die in Bildschirmzeit ist, ob auf dem Handy oder am Computer. Hat der physische Vertrieb der Agenturisten und Makler überhaupt noch eine Zukunft? Ich glaube, er hat auf jeden Fall immer noch eine extrem hohe Bedeutung und er ist auch extrem wichtig. Und alle die, die draußen im Vertrieb sind, verdienen unglaubliche Wertschätzung. Nichtsdestotrotz hat der klassische Vertrieb natürlich ganz viele Herausforderungen und du hast sie beschrieben. Eine davon ist die Digitalisierung. Ja. Er hat Nachwuchsprobleme, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Das Konsumentenverhalten ändert sich, es ist digitaler, es findet auf Social Media statt. Das sind, glaube ich, schon große Herausforderungen für den klassischen Vertrieb. Trotzdem hat er immer noch eine sehr hohe Bedeutung. Hast du quasi einen physischen Ansprechpartner noch irgendwo, einen Makler, den du anrufen kannst? Oder wie machst du das? Also ich glaube sehr stark daran, dass man insbesondere bei einfachen Sachversicherungen, bei einfachen standardisierten Produkten, das natürlich selbstverständlich selbst autonom machen kann. Das tue ich selbstverständlich auch, so wie ich auch meine Bankgeschäfte größtenteils autonom mache. Aber selbstverständlich habe ich durch meine MLP-Zeit immer noch einen ganz vertrauensvollen MLP-Berater, mit dem ich aber auch übrigens in Urlaub fahre. Sehr witzig, weil wir sind ja auch hier total digital unterwegs und Vorreiter, TikTok, hast du nicht gesehen, und LinkedIn und YouTube und Influencing und all sowas. Aber ich habe auch noch meinen Wolfgang, meinen Agenturisten, wo ich damals bei der Allianz gelernt habe, der die wichtigen Sachen für uns macht. Wo ich sage, hier, komm, mach mal fertig. Oder wenn was ist, der wirklich Probleme lösen kann. Und ich hatte immer einen hellen Moment, als mir jemand die Frage gestellt hat, wo hast du eigentlich deine Versicherung? Ich war kurz davor zu sagen, ja, alles digital und online und in irgendwelchen Geschichten. Und dann, nee, ist doch Wolfgang. Meine Geheimantwort ist Wolfgang. Also wenn du mich hörst, Wolfgang, vielen Dank immer, dass du dich um meinen Kram kümmerst. Da sieht man aber, dass beide Welten, eine Welt, die ich ja heute mit Hook24 vertrete, eine reine Online-Welt, seine Berechtigung hat und auch seine Zielgruppen hat, aber es eben auch genauso noch die Berechtigung hat, zu sagen, ich möchte in gewissen Themenstellungen eine persönliche Beratung. Ist das eine Entwicklung, dass man sagt, irgendwann mal wird alles online verkauft, auch die komplexesten Dinge? Ich glaube daran. Ja. Die Frage ist, was ist Komplexität und will ich Komplexität eigentlich auch minimieren? Ja. Wer braucht große Komplexität? Der normale Konsument, der normale Bürger, der einmal eine Lebensversicherung vielleicht in seinem Leben abschließt, in Höhe von 100 Euro, da muss ich mich ja eher die Frage stellen, wie schaffe ich es, Produkte einfach zu machen? Muss ich da überhaupt eine Komplexität haben? Und wenn mir das gelingt, Produkte einfach zu machen, dann kommen natürlich auch Produkte, die heute noch nicht so häufig im Online-Abschluss sind, viel stärker in den Online-Abschluss, in den Fokus des Online-Abschlusses hinein. Und deswegen glaube ich daran und ich denke auch, dass wir an vielen Stellen heute schon da sind, dass das Angebot schon sehr, sehr groß ist. Und von daher, ja, man wird perspektivisch immer deutlicher merken, dass Online- und Online-Abschluss wachsen werden.
Das heißt, deine Antwort ist auch, baut einfach einfache Produkte, die quasi die Komplexität reduzieren, die dann online verkaufbar sind. Ich würde ja nicht immer sagen, dass man die Einfachheit immer ganz nach oben gestellt hat in allen Themenfeldern. Ja. Und okay, jetzt verstehe ich. Da haben sicherlich auch sehr schwierige Zinskonstellationen beigetragen, sehr schwierige Umfelder, dass man sich sehr komplexe Produkte hat einfallen lassen müssen. Und für die zwei Leute da draußen, die nicht aus der Versicherungsindustrie kommen, die bis hierhin geguckt haben, Einfachheit zu sagen, das ist ja total die logische Antwort, aber in der Versicherungsindustrie ist das alles nicht so einfach, auch mit IT-Systemen, mit regulatorischen Anforderungen. Also wenn wir sagen einfach, dann fließt da sehr viel Geld meistens und sehr viel Schweiß, Blut und Tränen rein. Kommen wir zurück, 24. Ihr seid ja eine der Erfolgsgeschichten der letzten 10, 15 Jahre, ist ja unbeflissen. Was für Kanäle seid ihr am stärksten und machen die am meisten Spaß? Welche Kanäle machen Spaß? Da gibt es eine ganz klare Antwort drauf und da würde ich auch immer sehr logisch antworten wollen. KPI-basiert, der Kanal, der die besten KPIs liefert. Es geht nicht darum, was der Uwe Stuhlreier für gut oder für schlecht befindet, sondern es geht darum, welche KPIs erfüllt welcher Kanal. Ja. Und so bedienen wir die Kanäle. Und deswegen gibt es keinen Lieblingskanal, sondern der Lieblingskanal bestimmt sich aus dem besten KPI, den ein Kanal mir bringt. Also Data Beats Opinion, yes. Ja, und Data Beats aus so Vorstandsopinion. Ja. Super spannender Ansatz. Ich war ja mal mit dem Online-Gaming, wo das Unternehmen quasi auch in einem Game über eine Milliarde Cash generiert hat. Und es ist interessant zu sehen, was man eigentlich alles tracken, was man da alles eigentlich am Ende des Tages alles machen kann. Ihr habt ja, oder du hast auch über künstliche Intelligenz gesagt, ihr setzt die ja auch auf eurer Webseite ein. Wir haben ja manche Versicherer, die sowas haben. Ja, wir haben manche Versicherer, die haben noch nicht mehr Tracking auf ihrer Webseite. Warum setzt ihr das ein und lohnt sich das für euch? Nein, wir haben für uns eine sehr klare Vision. Wir sind ja im Coburg-Konzern mit einer Zwei-Marken-Strategie, mit einer Mehr-Marken-Strategie unterwegs. Einmal den klassischen traditionellen Vertrieb mit der Coburg und einmal die HUK24. Wir haben für uns als HUK24 gesagt, ein reines digitales Geschäftsmodell. Wir haben die Vision einer persönlichen Versicherungsmaschine. Was ist das? Persönliche Versicherungsmaschine ist erst einmal die absolute Überzeugung, dass wir glauben, dass ich datenbasiert, technologiebasiert Versicherungen distribuieren kann. Ja. Und wir glauben, dass wenn wir Daten sinnvoll einsetzen, wir mindestens genauso viel Informationen haben, um persönlich zu sein. Da könnte ich ganz, ganz viele Beispiele nennen. Nimm mal dein Lieblingsbeispiel. Das Lieblingsbeispiel ist, wenn ein Kunde eine Beitragsrechnung bekommt und wir jetzt gerade mit Schadeninflation auch vielleicht Beiträge erhöhen, dann bekommt er bei einer klassischen Versicherung einen Brief, mehr nicht. Bei uns bekommt er keinen Brief, sondern wir stellen die Rechnung in das digitale Postfach ein und wenn sich Tarife, Beiträge erhöhen, dann geben wir eine Empfehlung mit einem Klick. Also zum Beispiel SB-Behalt, also SB auf 500 hochsetzen statt 300, damit sparst du 8%, klicke hier. Wir versuchen dann Angebote zu machen und das proaktiv. Und das halte ich für sehr, sehr persönlich. Deswegen glauben wir an diese Maschine und glauben, dass eine Maschine in der Versicherungswelt auch persönlich oder vielleicht sogar persönlicher sein kann. Dafür müssen wir aber sehr datenbasiert sein. Ja. Und dafür brauchen wir auch KI. Ja. Wir haben nur einen einzigen Zugangskanal, das ist die Webseite HUK24. Uns gibt es nirgendwo anders, auf keinem Vergleichsportal, uns gibt es nur bei HUK24. Das bedeutet für uns, dass wir dort eine Leistung abliefern müssen, Einfachheit, dass wir dort transparent sein müssen. Und das setzt voraus, dass wir KI einsetzen auf der Webseite, dass wir KI einsetzen im Kundenkontaktbereich. Und das wollen wir systematisch ausbauen. Da sehen wir für uns mit der Vision, deswegen kam ich jetzt von der Vision, persönliche Versicherungsmaschine, absolut viel Zukunft drin. Ja. Und wir sehen heute schon, auch das ist natürlich wichtig, diese KI vermeidet eine Vielzahl von E-Mails, die wir sonst bekommen würden. Das können wir nachweisen. Ja. Damit habe ich natürlich wiederum Automatisierung. Ja. Ich generiere wieder Kostenvorteile. Kostenvorteile kann ich einfach als Leistungsvorteil weitergeben. Ja. Damit haben wir günstige Tarife. Damit wachsen wir und damit trotzdem haben wir wieder Spaß. Und trotzdem profitabel, weil Wachstum ist das eine. Aber es gibt ja auch gerade zum Beispiel KV-Bereich auch viele Tarife, die geschlossen werden und du auf die Nase gefallen sind. Und es geht auch immer um das profitabel zu machen. Und was das Interessante ist, wenn du diesen KI-Ansatz wählst und auch in Technologie investierst, das kann man manuell noch nachfangen, wenn du richtig tolle, zum Beispiel im Außendienst tolle Leute hast, die das manuell hinterher telefonieren, wenn solche Aktionen stattfinden oder auch eine riesen Outbound-Telefonie hast oder so, das geht irgendwie, aber ab einem gewissen Grad geht es einfach nicht mehr.